Hallo und herzlich willkommen am Sprachinstitut Treffpunkt Online zu einer Kurzzusammenfassung der Stunde Der, die, das, wie weiß man das? Ich habe dazu im April 3 Termine abgehalten und diese Unterrichtsstunden im April sind so verlaufen, dass sie jeweils 90 Minuten dauerten. Das wird jetzt für heute bestimmt zu lang und deshalb haben wir uns entschlossen, eine Zusammenfassung der Stunde Ihnen zu präsentieren von ca. 4 Minuten. Mein Name ist Alexandra von Rohr und ich führe Sie durch die nächsten 4 Minuten. Wie war der Aufbau der Stunde im April? Es war so, dass ich den Teilnehmern am Anfang erst einmal alle Zoom-Funktionen erklärt habe. Dann haben wir ein bisschen experimentiert und getestet. Danach kam der Unterricht und der Unterricht hatte 2 Teile. Das waren zum einen, warum braucht man überhaupt die Artikel? Und dann natürlich der Unterricht selbst mit den Regeln und Übungen dazu. Und am Ende noch eine Kurzinformation zu unserem Programm und einem ganz spannenden Projekt, das wir haben seit dem 1. Mai. Und zwar ein Kultur- und Sprachprojekt, das ich Ihnen auch noch gerne vorstellen möchte. Nun gehen wir einmal gleich weiter zur nächsten Folie. Und zwar zu der Folie, die Antwort darauf gibt, warum man Artikel im Deutschen kennen sollte. Wir haben insgesamt 4 Gründe dafür identifiziert und schauen wir uns an, mit welchen Beispielen die Gründe jeweils untermauert sind. Wenn ich den Artikel kenne, kann ich mein Artikelwissen transferieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel wissen, dass es der Chef ist, dann wissen Sie auch automatisch, dass es er ist. Wenn Sie wissen, dass es der ist, dann wissen Sie auch, es ist dieser. Oder wenn Sie nach dem Chef fragen, dann fragen Sie, welcher Chef. Sie fragen sich nicht, welches Chef, nein. Sie sagen welcher, denn die Referenz ist immer die Endung des definierten Artikels. Und bei Ihrer Antwort ist es dann auch zum Beispiel im Nominativ, ist das deiner? Ja, der Dicke ist meiner. Dasselbe, wir springen ein bisschen, wenn man jetzt den Artikel das hat. Wenn Sie das haben, wissen Sie, das Personalpronomen ist es. Oder wenn Sie anstatt des definierten Artikels den Demonstrativartikel nehmen, dann ist es dieses. Sie sehen immer wieder das S. Und auch bei der Frage natürlich, welches Kind? Und die Antwort dann zum Beispiel im Nominativ ist, welches Kind ist deins? Und dann das Blonde ist meins. Der zweite Grund, warum man Artikel kennen sollte. Wenn ich den Artikel kenne, dann kann ich natürlich auch korrekt deklinieren. Dann weiß ich, wenn ich weiß, es ist der, dann weiß ich, der Akkusativ ist den oder dem. Oder bei Feminin weiß ich, es ist die, dann weiß ich auch, der Akkusativ, dann muss auch die sein. Und im Dativ ist es der. Und dasselbe gilt für das. Wenn ich schon weiß, im Nominativ das, dann kann ich auch im Akkusativ direkt richtige Deklination machen, von das zu dem. Sie wissen, ich sage das nur ganz kurz, die Deklinationen sind immer nur vertikal. Sie können nie so deklinieren, immer nur vertikal, immer gerade nach unten einer Linie folgen. So, dann kommen wir zum dritten Argument. Warum sollte ich den Artikel kennen? Ja, das dient auch einfach dazu, dass man Missverständnisse vermeidet. Warum? Missverständnisse zum Beispiel im Hinblick auf die Nutzung des richtigen Artikels. Nehmen wir das erste Beispiel hier. Wir haben hier der Band, die Band und das Band. Dahinter verbirgt sich jeweils eine unterschiedliche Bedeutung. Der Band ist zum Beispiel der Band eines Lexikons. Ihr Lexikon hat 10 Bände und ein Band ist der Band. Die Band ist die Musikergruppe und das Band ist zum Beispiel wie Ihre Armbanduhr, das Band. Oder auch ein Haarband ist das Band. Dann der Leiter ist eine Person, die Leiter aber ist eine Treppe, wo Sie hinaufsteigen.
Also es wäre sicherlich etwas verwirrend, wenn Sie sagen würden, ich habe die Leiter gesehen, die Leiter hat gesagt. Man hat vielleicht ein bisschen Angst, mit wem Sie sprechen. Anderes Beispiel auch und wichtig, die Steuer oder das Steuer, die Steuer, was Sie zahlen und das Steuer im Auto. Dann ein weiterer Grund, warum man Artikel kennen sollte. Jetzt ohne Beispiele. Wenn ich den Artikel kenne, werde ich sicherer beim Sprechen und ganz bestimmt auch beim Schreiben. So, nach den Gründen, jetzt die Regeln. Und die Regeln, ja, da beginnen wir mit der, die, das. Das war das Regelchart. Sehr viele Regeln. Sie können diese Regeln, wie gesagt, herunterladen auf unserer Seite. Ich sage das am Ende noch einmal. Dieses Regelchart haben wir uns zusammen angeschaut. Nachdem wir die Regeln angeschaut haben, haben wir angefangen mit Übungen. Die Übungen sahen so aus, dass man zu den jeweiligen Nomen den Artikel finden sollte und auch immer wieder erklären, warum man glaubt, im ersten Fall eben, warum es der ist. Dann sind wir weitergegangen, haben uns ein Bild angeschaut, haben erst einmal dann selbst eigene Nomen zu dem Bild gefunden, um dann in einem zweiten Schritt zu dem Bild die Artikel zu finden und immer wieder zu begründen, warum. So sind wir vorgegangen bei Feminin. Wir haben wieder die Regeln gesehen. Dann haben wir uns angeschaut, welche Artikel haben die Nomen in der zweiten Spalte dann nur. Und dann sind wir zum Bild gegangen, haben uns inspirieren lassen, haben überlegt, welche Nomen passen dazu und haben dann die Nomen benannt. Und immer wieder uns erklärt gegenseitig, warum und weshalb der Artikel feminin ist. Dasselbe dann auch noch, als es dann ging um den Artikel das, wieder das Artikelchart, das wir zusammen durchgegangen sind, dann wieder uns angeschaut, jetzt dann bei Spalte 3 und Spalte 4, welche der Nomen sind neutrum und warum. Dann wieder ein Bild gesehen, zu dem Bild wieder Nomen gesammelt, zu den Nomen die Artikel und unsere Regeln, die wir gelernt haben, dann angewandt. Ja, und dann war die Unterrichtsstunde nach einer Stunde zu Ende und wir kamen dann zum vierten Teil der kleinen Präsentation. Und zwar habe ich dann vorgestellt, welche Art von Sprachunterricht wir anbieten. Das ist nämlich zum einen einmal der Einzelunterricht, dann haben Sie natürlich auch den Gruppenunterricht und Lernen nach Modulen. Und dieses Lernen nach Modulen, das ist unser neues Angebot, dass man eben nicht mehr eine ganze Kursstufe hindurch lernt, sondern dass man das auswählt, was man braucht. Sagen wir zum Beispiel, Sie sind in A2 und sagen, ich habe immer noch Probleme mit den Präpositionen, dann wählen Sie nur das Modul Präpositionen. Gut, und dann noch der letzte Punkt, und zwar unser Projekt zur Sprache und Kultur. Das ist unser Projekt zusammen mit einem Künstler. Der Künstler heißt Ralf Metzenbacher. Und wir haben dieses Projekt ins Leben gerufen, um einmal Ihnen ein Interview auf Deutsch zu präsentieren, für Sie, um Deutsch zu hören, aber auch damit Sie etwas über deutsche Persönlichkeiten kennenlernen und auch etwas über Kultur und Malerei, jetzt zeitgenössische, erfahren. So, das war unsere Stunde. Es gibt wieder eine Stunde, eine Schnupperstunde. Dazu müssen Sie, um den genauen Termin noch zu erfahren, auf unsere Website gehen, Learn German via Skype, und dort auf News klicken. Hier, das ist die Website, Learn German via Skype. Und Sie werden dort unter der Rubrik News den nächsten Termin für die Schnupperstunde Anfang Juni finden und auch unsere Kursangebote. Würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie mir oder rufen Sie an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, von wo auch immer Sie zuhören. Alles Gute, Alexandra von Rohr. Tschüss.